Professor Kronberg. Guten Abend, Herr Kron. Hat Sie es überrascht, dass der Unionsfraktionschef Brinkhaus verzichtet? Nein, nicht wirklich. Spätestens mit dem ja doch sehr, sehr eindeutigen Ergebnis am vergangenen Wochenende, mit dem Friedrich Merz zum Vorsitzenden gewählt wurde, war doch klar, dass die Partei, und das ist nicht nur die Basis, sondern letztendlich auch die, die Verantwortung tragen, Geschlossenheit sich wünschen. Und das war ein klares Signal. Und gleich noch am selben Tag und in den Tagen darauf setzt ja die Debatte ein, was heißt das denn jetzt? Schart man sich hinter ihm oder setzt sich das fort, dass man im Grunde hier wichtige Ämter trennt? Daran konnte keinem gelegen sein. Übrigens, Herr Kronz hat ja Friedrich Merz nie einen Zweifel daran gelassen, dass letztendlich er jemand ist, der sehr viel davon hält, die Macht jetzt erstmal wirklich zu bündeln. Was bedeutet das denn jetzt für die Fraktion? Wird es da einen Mentalitätswechsel geben? Ich denke schon. Zwar hat sich Ralf Brinkhaus damals mutig gegen den Wunsch und den Willen von Angela Merkel ja durchgesetzt und gegen Herrn Kauder ja bekanntlich dann gewonnen. Und damit dachte man, dass die Fraktion eine eigenständige Stimme würde, sozusagen auch damals in der Regierungsverantwortung sehr markant. Aber das hat sich dann doch sehr schnell anders entwickelt. Jetzt ist die Konstellation natürlich eine ganz andere. Man ist jetzt in die Opposition verbannt. Die Wahlniederlage schmerzt. Dramatische Monate liegen hinter Partei und Fraktion. Und damit will ich sagen, man hat, glaube ich, so interpretiere ich übrigens auch, dass das deutliche Votum für Friedrich Merz verstanden, worum es jetzt geht. Es geht jetzt um einen Neuanfang und ein Signal der Geschlossenheit und eben auch der Abgrenzung und der Klarheit gegenüber dieser neuen Regierung, dieses neuartigen Bündnisses. Die Eloquenz, die spricht man Merz zu. Jetzt bündelt man sozusagen auch die Macht. Und das Dritte, und darauf wollte ich jetzt hinaus, dass die Abgeordneten, die in dieser Fraktion aus CDU und übrigens jetzt ja auch CSU, das war der Besuch von Merz ja bei Söder in Bayern, dass man jetzt geschlossen da steht. Und insofern erwarte ich auch bei der Wahl von Merz als Fraktionsvorsitzenden jetzt hier keine wirkliche Zerreißprobe oder ein Abstrafen oder ein Denkzettel. Nein, man schart sich hinter ihm. Und ich erwarte, dass Merz dann jetzt als Oppositionsführer auch in der Fraktion im Parlament ja Klartext sprechen wird. Auch eine Stärkung für die kommenden Wahlen, die ja ganz entscheidend auch für Friedrich Merz selber sein werden. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen wird sehr wichtig. Da holt im Augenblick die CDU deutlich zur SPD auf. Herr Kronz, ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den Sie ja ansprechen, warum wir auch heute Abend das zur Kenntnis nehmen und warum das jetzt doch ein paar Wochen oder deutlich vor dem Ablauf dieser 6 Monate, für die ja Brinkhaus gewählt war ursprünglich, warum wir das jetzt zur Kenntnis nehmen können. Das ist die Wahl in Nordrhein-Westfalen im Mai, aber vor allen Dingen natürlich auch Ende März geht ja dieser Reigen los von 3 Wahlen, die für die Union, für die CDU sehr, sehr wichtig sind. Erst das Saarland, dann eben Schleswig-Holstein, schlussendlich in Nordrhein-Westfalen. Natürlich sind die unterschiedlich gelagert in Nordrhein-Westfalen, 18 Millionen im Mai, aber wenn der Auftakt schon Ende März im zwar vergleichsweise kleinen Saarland, aber wenn er daneben gehen würde, weil eben gar nicht wirklich dann klar ist, wer hat denn das Sagen und gibt es da Dissonanzen und wie verhält sich das und wie ist denn wirklich so die Machtbasis von Merz in der Partei, dann wäre das schlecht. Denn man erinnert sich sehr genau an den berühmten Schuldzug vor 4 Jahren, als damals ja der damalige SPD-Kanzlerkandidat furios startete in einen Wahlkampf und dann ganz böse ausgebremst wurde durch nahende Landtagswahlen. Genau dieses Schicksal will man unionsseitig mit allen Mitteln vermeiden. Deswegen so früh wie möglich jetzt, und das ist ja auch der Inhalt des Briefs von Brinkhaus heute Abend an die Abgeordneten der Fraktion, so früh wie möglich jetzt Klarheit schaffen, auch wenn er keinen viel daraus gemacht hat in diesem Brief, und das ist durchaus bemerkenswert, dass er es gerne geblieben wäre, aber er reiht sich jetzt ein. Parteiräson vor eigenen Interessen ist das Signal.
Professor Volker Kronberg, vielen Dank. Gerne, Herr Kunz.